Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale. Ich habe ja gestern Clash of Clans mal gespielt und heute wollte ich mit euch mal Clash Royale anspielen. Und ja, also ich habe Clash Royale ja schon angefangen zu spielen. Aber jetzt will ich auch nochmal einen neuen Account mit euch machen. Und ja. Also mit dem ersten Account von mir bin ich schon nach Arena 9. Und ja, eigentlich genug Spiele habe ich. Die Gegner hier machen ja eh nicht. Kann man hier einen Feuerball drauf werfen. Und ja, geht eigentlich eh nicht gut. Am Ende machen sie dann halt was und ja. Ja, wenn euch das Spiel gefällt, dann lasst auf jeden Fall wieder ein Like da. Und wenn es euch nicht gefällt, wegen von mir irgendwas, dann schreibt es in die Kommentare, damit ich das beim nächsten Mal besser machen kann. Ja, jetzt nehmen wir mal hier das Tutorial. Kann ich auch da alles hinsetzen und fertig. Die Gegner machen eh nicht. Kobolde kommen eh nicht durch. Das, was ich hier gerade zusammenbastel, könnte ja eh nur mit dem Feuerball treiben, wenn er was machen würde. Aber er macht ja eh nicht. Können wir ja da noch einen Push machen. Bin ich vorher schon der Korntrauer, das war ich ja. Und zwei Kronen wieder für uns. Jetzt können wir die Holztruhe öffnen. 12 Gold, ein Pfeil und Pfeffer. Hab ich upgraden. Ja, wir können die Ritter mal upgraden. Und jetzt mal die Pfeile noch upgraden. Ja, jetzt können wir die wieder einen Auftrag geben. Und mal so neben spielen hier. Ich hatte vor mit euch, der Clash of Clans und noch bei Clash Royale. Und die Clown machen. Und ja, wenn euch das gefällt, also wenn ihr auch einen Community-Kanal haben wollt, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, das würde mich sehr freuen. Und würde mir auch zeigen, dass ich das gut mache. Was ich hier gerade mache. Das bleibt halt jetzt letztendlich die Leute, die eh nie durchkommen. Kann ich den nächsten rüber setzen? Ja, bitte 3 Kronen für uns. Auch Spieler Maike. Und hier wieder öffnen. Ja, ich hab Musketier freigeschaltet. Ja, also ich finde das auch auf meinem Account. Dieses Musketier eigentlich wird stark. Und ja, jetzt kommen hier neue Balance Changes. Also, wo halt Kacken schlechter oder besser gemacht werden. Und naja, das Update finde ich so mittelmäßig. Ich finde scheiße, Skeleton Army wieder besser wird. Aber naja. Kann ich jemand verteidigen? Das gibt hier auch schon guten Schaden. Ich warte noch kurz, das muss ich hier. Dann würde ich dann die Bogenschütze nehmen. Weil ich vorher schon der Grundturm zerstört ist. Weil ich glaube, der Grundturm ist vorher. Ja. Die nächsten 2 Kronen. Und die Kiste wieder öffnen. Bomber wieder. Hier sind zwei erste epische Karte drin. Ich hoffe mal, ich bekomme den Prinz. Und der ist übel stark.
Nee, das hier ist die 16 Uhr Folge. Und da kommt dann 17 Uhr auch noch eine Folge. Das ist ganz, kommt dann 17 Uhr noch. Lass ich einfach drüber pushen. Weil ein Turm ist auch nicht so schlimm. Ich kann ja sowieso drauf drei Kronen verschicken. Weil der einfach nichts zur Verteidigung macht. Gut, jetzt macht er mal was. Aber meine Bomber sind da. Und ja, wieder drei Kronen. Die Turm hat ganz schön diesmal gefressen, aber naja. Auch so, hier sind wir ähnlich. 10 Gold, einmal Bogenschütze und Drachenbaby. Ja, ist auch nicht schlecht. Können auch gleich mal die Bogenschütze upgraden. Die Truhe mal öffnen. Und dann noch 2 Pipes im Trainingslager. Und dann machen wir noch ein paar Pipes im Online-Kampf. Ich warte gerade auf meinen Riesen. Riesen, wo bist du? Da ist ein Riesen. Ne, ich bekomme ihn aber glaube ich nicht mehr nach vorne. Schipper, los. Ah, scheiße. Ich glaube, der trennt sich noch vor das Musketier. Jawohl. Ich hatte gar noch vor dem Bomber, das ist gut. Die Sachen werden irgendwie gut drin. Ne, Feuerbeil unten ist nicht. Können wir da mal einen Riesen hinsetzen? Der Ritter tankt richtig gut. Ja, das sind gleich die 3 Kronen. Ja, 3 Kronen. Und ja, was ich nicht vergessen darf, heute Abend gibt es auch noch ein Livestream von Clash Royale. Und da wollte ich dann schon mit euch schon einen eigenen Clan erstellen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischauen wolltet. Und ja. Aber naja, wir sind noch nicht bei Abend. Jetzt sind wir schon Level 2. Jetzt machen wir den letzten Trainingskampf. Ein Ausbildungslager. Und naja. Noch mal unser Riese kommt, ja, das ist unser Riese. Da oben. Ja, aber Pfeile, das bringt jetzt fast überhaupt nicht mehr aktiviert in unserem Crown Tower. Wir sprachen Baby. Ja. Sprachen Baby noch eingesetzt. Wir sollten aber gleich 3 Kronen noch werden. Nein, mein Drachenbaby ist zu schnell. Ja, okay. Feuerball noch draufwerfen. Dann den Pfeile draufwerfen. Wenn die überhaupt noch rankommen, nee. Gut. So, und damit hätten wir alle gewonnen. Und der erste Grad ist drüber. Wählen, Pfeile, Kobolde, Bogenschützen. Und wir sind in Koboldstadt. Station. Glaube ich. Können wir uns mal selber tun öffnen? Und die Kobolde freigeschaltet. Kann ich ja mal einsetzen für die Bogenfischen. Und ja, damit springen wir in den ersten Live-Fight. Online-Fight. Kann man ja mal viel Glück wünschen. Daumen nach oben. Das hat er nicht schlecht gemacht. Das ist mein gut, dass mein Drachenbaby rüber fliegt. Noch Kobolde. Ah, jetzt geht der Drachenbaby gleich auf die andere Seite. Aber egal, meine Kobolde sind auch noch am sind auch noch beim Riesen gewesen. Aber ich glaube, sein Linderturm fällt jetzt. Ja, sein Linderturm fällt, glaube ich. Ja, dann sind wir bei uns gefallen. Der Musketier überlebt sogar noch. Das ist gut.
Können wir noch Drachenbaby mitschicken? Ich soll die jetzt tanken für den Ritter? Beziehungsweise der Ritter tankt für das Drachenbaby. Ja, hier können wir das Musketier übersetzen. Hier Kobolde gegen Ritter. Da noch ein Bomber hin. Und vielleicht fällt er schon ein zweiter Turm. Nee, fällt noch nicht. Okay, aber in Double Dixie Time soll der Turm eigentlich fallen. Also das sollten wir eigentlich hinbekommen. Ich kann ja eigentlich einen Trick-Push-Switch machen. Bei 9 Elixier. Wie so ein Baby-Tracken. Aber genau jetzt. Weil wir nämlich auch schon fast sehr riesen gesetzt. Da können wir noch Ritter hinsetzen. Ja, den zweiten Turm fällt. In dem Fall hat er nicht mal das Drachenbaby getroffen. Da können wir die Kobolde gegen die Riese setzen. Ja, wenn er unseren Turm bekommt, wird er ja nicht so schlimm. Ja, der Turm hat sogar noch 22 HP. Und was kaputt ist. Ja, können wir vielleicht mal defensive Riesen setzen. Drachenbaby noch hinterher. Mal sehen, ob er uns einen Turm bekommt. Aber das war gut, dass... Ja gut, das war eigentlich nicht gut. Die war jetzt drauf gesetzt. Wenn er es jetzt gesetzt hätte, wäre es eigentlich auch ganz gut gewesen. Ja, ich glaube, das sind jetzt drei Kronen. Zwei Musketiere und Drachenbaby in einem Tower. Ja, drei Kronen. Auf dem Turm hat er nicht mal bekommen. Mit 72 HP noch. Und unsere ersten 30 Pokale auf dem Account. Kriegt noch eine Silbertruhe. Im Clan werden wir Level 3 freigeschalten. Wollte ich sagen, mache ich die Grundrunde noch zu Ende. Ja. Mal sehen, wie hoch wir denn heute Abend im Livestream kommen. Ich hoffe mal, halt, es klappt alles heute Abend im Livestream. Denn jetzt ist mal dann mein erster. Da geht auch gerade aktiv ran. Muss ich mal einen Feuerball mit einsetzen. So, mal riese Drachenbaby ist eigentlich auch nicht so schlecht. Der Kobold hinterher. Der darf glaube ich auch einen ersten Account noch haben. Denn er spielt eigentlich richtig gut. Ich glaube nicht, dass das der allererste Account ist. Fall hat er ziemlich verbraten. Ja, das haben wir auch wieder wunderschön verteidigt. Und da wir jetzt wissen, dass er fast nichts gegen Ries und Drachenbaby hat, können wir den Push wieder machen. Und diesmal spamme ich dann noch auf den Feuerball. Und dann sieht er ziemlich alt aus. Ich will erstmal verteidigen mit dem Drachenbaby. Der Feuerball war eigentlich ziemlich unnötig. Die Pfeile waren nicht schlecht. Noch Bomben nachher. Ja, da fällt auch gleich schon der zweite Turm. Ja, der zweite Turm fehlt. Wir liegen 13-0 vorne. Das Musketier sieht ziemlich alt aus. Ja, gehen wir auf die drei Kronen. Wenn wir von Turm bekommen, das wäre ja auch nicht schlimm. Da ist jetzt auch noch ein Feuerball drauf, der wir unbedingt... Ja. Er hat uns jetzt nicht mehr geholt. Und am Buch, nicht schlecht. Viel Glück. Und ja, fehlen uns noch 4 Kronen.
Ja, momentan 60 Pokale. Auch nicht so schlecht. Also, Twitter sind die. Ja, egal. Und Daumen hoch. Schauen wir mal, danke. Kein Plan, warum der gute Spiel gespielt hat. Aber nee. Und dann mit dem Muskeltier können wir mit dem Feuerball abwehren. Geben wir down. Bomber, wie sieht sich gerade auf Riesen, auf dem Riesen an, das ist auch ganz gut. Ja, komm, ah! Eigener Bomber ist nicht gut. Ja, das Drachenbaby durfte aber durchkommen. Nein, es kommt nicht durch. Ja gut, doch noch, aber Flächenschaden, das ist gut. Und das war nicht so schlecht, dass er die Bogenschütze noch besetzt hat. Und das erste Zug war nicht schlecht. Da kam nachher ein bisschen zu spät. Da ist mein Fehler. Noch Pfeile. Noch Pfeile betritt. Na egal. Ich muss nicht gucken, nee. Ja, Prinz, Ritter kommt nicht durch. Ja, das ist selber ein Riesen. Hier ist ein Feuerball eigentlich ganz gut. Nein, die Bumsen sind auf dem Rauspack. Aber der Bomber ist wenigstens schon mal down. Der Mutzgetier. Noch einen eigenen Bomber setzen, also sein Riese kommt auf keinen Fall durch. Mein Riese kommt 2 Hits, 3 Hits, nur noch einer, schade. Was geht hier los? Das muss ich jetzt überlebt machen, Baby. Nein, der ist ein Feuerball, der Feuerball war stark. Ich kann noch mal schreiben, wie schlecht. Ja, der Tom ist ein bisschen down. Können wir noch ein Feuerball verwerfen? Hätte sich eigentlich überhaupt nicht gelohnt, aber egal. Ja, das sollten wir eigentlich gewinnen. Hier noch Nutztier. Den ist hier der Riese. Ja, und da war's das. Ich muss selber noch ein Feuerball verwerfen. Da noch ein Ritter. So, da war's das. Nicht schlecht, viel Glück. Hat schon nicht schlecht gespielt, aber. Gegen uns gewinnt halt fast keiner. Ja, noch 3 Kronen. Schön zur Grundruhe. Er beginnt gerade aggressiv. Ich hätte eigentlich gedacht, ja, genau das hatte ich prediktet. Können wir noch das hin machen, Baby? Können wir mal schreiben, wie schlecht denn, das war wirklich gut. Ja, jetzt fehlt mir extrem nämlich noch defensiver. Oh, hat sogar schon nicht gesehen. Kobolde. Ich bin hier eigentlich fast abgewehrt. Ja, bekommt noch 3 Hits. Der Prinz bekommt ein Hit am Bomber. Können wir noch Riese davor schicken? Ich glaube, der Gegner spielt kein Bomber. Ja, der Riese war nicht schlecht. Kommt da vielleicht Kobold oder sowas ein? Nee. Da kommt der Hexe. Ja, das ist eine gute Taktik. Unser Turm fällt. Sein Turm ist zwar aufgefallen, aber nein. Ich hätte schon fast gedacht, die Hexe überlebt. Eieiei. Bin ich close.
Wir kommen ja noch Drachenbaby. Wo ist Drachenbaby? Ja, Drachenbaby überlebt das. Ich würde sagen, wir gehen auf die 3 Kronen. Oder auf die 2. Ja, wir gehen auf die 2. Irgendwas unser Drachenbaby so einen Schaden macht. Okay, die Pfeile haben überhaupt nichts gebracht. Ja. Wenn die Pferde bekommen können, ist es gut. Da ist mir die Kobolde. Hier ist sie hier in die Mitte. Kann der Musketier überleben? Fuck. Der Mini-Packer ist eigentlich ziemlich schnell down. Kommt ein Hit noch am Riesen? Ja, bleibt zu allen. Nur noch den Riesen verteidigen. Vielleicht hier noch ein Riesen. Ja, und das Ding ist gewonnen. Wir spielen nochmal noch einen Kampf. Da haben wir die Kronentruhe. Und dann geht's dann heute Abend weiter. Nein, wir wollen das Regal nicht bewerben. Wir haben noch einen Kampf, den wir hoffentlich nicht verlieren werden. Ja, ich beginne eigentlich fast immer noch hinten mit dem Riesen, wenn ich den Riesen anfange gleich hart. Und ja. Schon mal Bomber. Bomber ist gut dagegen. Spielkoppeln schon auf. Der wird 2 Musketier ist nicht schlecht. Oh, Koboldhütte, Alter. Aber sein erster Turm fällt ja wohl. Wegen der 1 zu 0 von. Sein Bomber hat überhaupt nichts gebracht. Er hat nicht mal einen Hit bekommen. Dann ist gleich die 3 Kronen. Ich muss gleich alle spammen. Ja, das sind die 3 Kronen, jawohl. Ich habe zwar gar nicht gebraucht für die Kronentruhe, aber egal. Nummer 30 Pfeile dazu. Noch ein bisschen Gold. Ja, erstmal hier noch die Goldtruhe. Birkoblins, Kobolde, Ripper, Bombe. Und Musketier Level 2, jawohl. Haben wir noch Kronentruhe. Juwelen, Pfeile, Feuerball kann man upgraden. Kobalt-Tüte brauche ich überhaupt nicht. Spielkoppeln-Tüte. Kann man aber ziemlich viel upgraden. Musketier noch upgraden. Feuerball upgraden. Kobalt upgraden. Ritter. Spielkoppeln. Ja, kann man eigentlich auch upgraden. Vielleicht schon noch Level 4. Können wir mitnehmen für die normalen Pro. Nehmen wir nicht für die normalen Pro. So, und damit wollte ich sagen, wir machen erstmal Schluss. Dann bis heute Abend und tschüss.